wenn man Bands so früh am Morgen einlädt, ist man immer ganz froh, wenn die auch kommen. Wenn man weiß, die sind zumindest schon mal in der Stadt angekommen, in der sie heute spielen sollen, nämlich in Köln. Bei der Band, die heute bei uns ist, haben wir den Beweis. Family of the Year ist das nämlich. Und die haben dieses Foto geschickt. Wir zeigen Ihnen mal vor dem Kölner Dom. Eindeutig, sie sind in town, also sie sind in der Stadt. Das ist ja auch nur ein Huster entfernt von unserem Studio. Insofern wissen wir, sie werden pünktlich hier sein. Und wir können über alles sprechen, über das vierte Album, was morgen rauskommt. Und natürlich über ihren Superhit auch. Hero hieß der. Let me go. Mit diesem Song machen Family of the Year die Menschen glücklich. Für die Band ist der Fluch und Segen zugleich. Der kommerzielle Erfolg ist berauschend. Weltweit 300 Aufrufe in den vergangenen 5 Jahren. Und in Deutschland gibt es Doppelplatin. An den Überhit kann die Band allerdings nicht anknüpfen. Für ihr neues 4. Album holen sich Family of the Year Verstärkung durch den hit-erprobten Produzenten Greg Wells, der schon mit Künstlern wie Adele oder Katy Perry zusammengearbeitet hat. Goodbye Sunshine, Hello Nighttime heißt das 4. Album der Band aus Kalifornien. Ein gelungener Neuanfang, der hoffentlich wieder glücklich macht. Und jetzt sind Sie bei uns, müssen sich gerade noch hier ins Bild rücken. Guten Morgen, Family of the Year. Sebastian und Joe, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Morgen kommt das neue Album raus. Wie ist das Gefühl? Nervös? Excited. Nee, wir freuen uns. So happy. Wir freuen uns total. Das ist voll spannend. Yep. Dass es schon morgen ist, nicht zu fassen. Wie arbeitet ihr so bei so einem 4. Album zusammen? Gerade müssen wir mal kurz verraten, als der Film lief, habt ihr euch gegenseitig gefragt, und sieht alles gut aus bei mir? Seid ihr auch so die erste Referenz, wenn es um Songs geht, um Musik geht? Fragt ihr euch gegenseitig, trefft ihr euch, beratschlagt ihr? Ja, we don't really think much about it when wir we're doing denken da jetzt eigentlich nicht so viel dran, wenn wir das Album gestalten. Aber die Songs kommen ja raus und dann haben wir uns immer gefragt, mein Gott, sind die auch wirklich gut? Und wir schreiben dann einfach immer weiter, bis wir glauben, dass wir genug gute Ideen haben, die zur Auswahl stehen. Und hoffentlich können wir dann daraus immer ein Album machen. Wir sind ja alle verwandt, wir sprechen über alles, ist doch logisch. In der Familie wird alles gesprochen. Wir machen beides. So viel streiten wir uns gar nicht mehr. Das war früher mal. Wir reden eigentlich eher. Geschwister sind immer gleich überall auf der Welt. Goodbye Sunshine, Hello Nighttime heißt dieses neue Album. Was bedeutet das? Heißt das, dass ihr so die heiteren Seiten weggelassen habt, das Tageslicht, das Sonnenlicht und jetzt euch der Nacht zuwendet? I think so. Hört sich ganz gut an, dieser Vorschlag. Es geht um den Weg ins Unbekannte. Das ist nicht unbedingt was Düsteres, was Schlechtes, sondern, wie soll ich sagen, man geht von der bekannten Welt in einen unbekannten Teil. Das könnte die Zukunft sein oder was anderes oder einfach was Neues. Ihr wart ja schon zweimal hier bei uns auf der Couch im ARD Morgenmagazin. Es kam euer großer Hit Hero, dann wart ihr 2015 beim nächsten Album noch mal hier. Und dann ist viel nicht Schönes in eurem Leben passiert. Was ist passiert? Wir haben euch hier entlassen 2015 vom Sofa, haben gedacht, die Jungs machen ihren super Weg, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und dann? Wir wussten ja gar nicht, dass wir jemals hierhin wieder zurückkommen würden. Als wir das dann erfuhren, haben wir uns total gefreut. Aber in der Zwischenzeit mussten wir mal eine kleine Auszeit nehmen. Wir brauchten eine kleine Pause. Wir waren ja 5 Jahre auf Tour gewesen. Und dann haben wir ein Jahr Pause gemacht. Und dann haben wir wieder komponiert. Und das dauert einfach. Ich glaube, das hat 2 Jahre gedauert bei diesem Album. Und ihr seid ja auch fast zerbrochen an familiären Problemen. Die Mutter ist gestorben. Ihr musstet viel durchstehen. Es gab Streit. Es gab Drogenprobleme. Und jetzt ist alles wieder gut? In a nutshell. Ja, kurz gesagt, genau so. Wir mussten uns einfach verändern. Wie das alles lief, das musste geändert werden. Jetzt ist das auch so. Und im letzten Jahr, in den letzten beiden Jahren, hat sich sehr viel für uns verändert. Ich glaube, auf dem neuen Album merkt man das auch. Hoffentlich. Nun gibt es ja viele Leute, die auch ähnliche Probleme mal haben im Leben. Gibt es von euch für die irgendeinen Tipp, irgendeinen Ratschlag? Wie kommt man aus so einer Krise dann auch wieder raus? I think
Wenn man sich gegenseitig um Hilfe bittet, ist das ganz wichtig. Man muss offen zu den geliebten Personen sein, zur Familie, zu Freunden. Das hat uns sehr unterstützt. Wenn man solche persönlichen Probleme hat, muss man reden. Miteinander reden und zu anderen auch. Das ist sehr wichtig. Also ihr macht eurem Namen Family of the Year, also die Familie des Jahres, alle Ehre, wenn man Probleme so lösen kann und das dann nachher in sogar einem neuen Album landet und endet. Super, wir freuen uns, dass ihr hier seid. In einer Stunde dann live bei uns, Family of the Year. Danke für den Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Sport. Peter Grossmann. London hat vielleicht die Hochzeit, aber wir haben the Family of the Year hier bei uns im Studio. Wir freuen uns, morgen kommt das vierte neue Album raus. Sie haben eine turbulente Zeit hinter sich. Die beiden Brüder, Sebastian und Joe, was kann man eigentlich mehr miteinander erleben als einen Welthit, dann eine schwierige Zeit zusammen und einfach zusammenbleiben, miteinander reden und diesen Hit ja einfach sein Leben lang feiern. Let me go. Mit diesem Song machen Family of the Year die Menschen glücklich. Für die Band ist der Fluch und Segen zugleich. Der kommerzielle Erfolg ist berauschend. Weltweit über 300 Millionen Internetabrufe in den letzten 5 Jahren. Und in Deutschland gibt es Doppelplatin. An den Überhit kann die Band in den folgenden Jahren allerdings nicht anknüpfen. Goodbye Sunshine, Hello Nighttime heißt das 4. Album der Band aus Kalifornien. Ein gelungener Neuanfang, der hoffentlich wieder glücklich macht. Sie wirken zumindest so. Sie waren hier schon auf dem Sofa, haben ganz aufgeräumt, unsere Fragen beantwortet. Können Sie bei uns im Netz auch noch mal sehen. Und jetzt sagen wir Hallo noch mal. Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt ein Liebeslied geschrieben, Let Her Go, über eine Trennung. Hat sich die Ex-Freundin, ist es dein oder deine Ex-Freundin, schon gemeldet? Deine Ex-Freundin. Und was hat sie gesagt? What? Oh, was sie gesagt hat? Ich habe da nichts von gehört. Sie hat das Lied noch gar nicht gehört. Bist du sicher oder meldet sie sich einfach nicht, weil sie das ganz anders sieht, als du es geschrieben hast? Wir sprechen ja nicht mehr miteinander. Aber du singst zumindest. Wie funktioniert das überhaupt mit dem Songschreiben? Früher habt ihr Fans per Mail jeden Monat einen Song geschickt und dann haben die euch was gespendet. Schreibt ihr immer noch so schnell Songs? Jeden Monat einen, fertig? Yes, we do. We write songs all the time. Wir komponieren eigentlich immer. Es dauert etwas länger, bis sie jetzt rauskommen. Aber wir wollen natürlich schneller Sachen rausbringen. Aber heutzutage ist das im Geschäft etwas anderes. Das dauert. Und heutzutage kriegt ihr dann morgen das große neue Album, das vierte. Wir freuen uns drauf, dass Let Her Go da auch drauf ist. Und jetzt mache ich die Bühne frei hier für Family of the Year im ARD Morgenmagazin. Do you wanna know how far I've come and how far I'm willing to go? Oh, 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 oh. Do you wanna see who I've been and who I'm gonna be? Even though I
mit Let Her Go. Wisst ihr schon, wann ihr in Deutschland auf Tour seid? Wir konnten es nirgendwo rausfinden, aber ihr müsst es ja wissen. September. Im September. Ja. Super, wir freuen uns, dass ihr schon mal vorher hier wart. Dankeschön und viel Erfolg für das Album morgen. Weiter mit dem Sport. Thank you.